Und ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Part von Let's Play. Ach, morgen. Es wird sehr unheimlich. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf auf einer, ja, auf einer gruseligen Abenteuerreise, die heute uns auch mal wieder, ja, auf jeden Fall bewahrheitet. Oh mein fucking Gott. Ich hab so perfekt diesen Part beim letzten Mal beendet. Weil ich habe tatsächlich gerade, also ich habe halt heute Morgen, also wenn ihr es wusstet, ich habe heute Morgen schon 10 Minuten Video um Among Sleep habe ich heute gedreht und ja, hat auch perfekt geklappt und ja, ich habe halt das Spiel beendet heute Nachmittag und ja, ich war genau hier und jetzt hat Dora noch das Spiel das extra gespeichert. Guck mal einer an, habe ich Glück. Guck mal einer an, wie viel Glück ich einfach habe. Ich dachte, ich hätte wirklich Glück mit meinem Verstand, aber nicht Glück mit meinen Speichervorgängen. Gut, dann habe ich ja Glück gehabt. Cool. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch viel Spaß heute mit dem neuen Part von Let's Play Among the Sleep Enchanted oder wie es heißt, Enchanted Edition. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Wie gesagt, es kann heute auch ein bisschen unheimlich werden. Wir sehen mal. Es wird ja fast immer schlimmer, aber wir sehen mal so. Ist es vielleicht hier der Weg? Ist vielleicht hier der Weg zum Schlüssel oder wisst ihr, wo es weitergeht, ihr Lieben? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein, also hier ist auf keinen Fall weiter, weil hier ist irgendwie eine Tür oder irgendwie ein Rahmen. Was auch immer das soll, aber egal. Ein Ball oder ach, Ball. Ich sehe aber was. Ja, das ist das, oder? Ist das vielleicht das hier, was ich brauche? Oder nicht? Ich weiß nicht. Nee, auch nicht. Ach Gott. Also habe ich irgendwas falsch gemacht oder ist alles gut? Ja, was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Und ich hoffe, ich muss nicht das Spiel von vorne starten, weil das wäre nicht. Ja, egal. Alter, jetzt sehe ich das ja erst gerade. Also, das ist echt gemein. Also, man braucht irgendwie jetzt irgendwie so ein Stein oder irgendwo was mondmäßiges. Also, auf jeden Fall, okay. Ich brauche irgendwas, was man halt jetzt für den Knopf braucht. Also, irgendwas, wie es halt auch aussah. Also, so halt mondmäßig. Also, ich brauche irgendwas mond. Ja, ist halt so eine Mondform. Also ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwas, dass ich halt das da rein tun kann. Also irgendwas brauche ich halt jetzt gleich, dass halt der Mond auch genau dafür perfekt aussieht. Genau. Also irgendwas, was halt so eine Art wie ein Mond aussieht. So ein Knopf oder irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwas Mondartiges aussieht. Ich sehe sich ja gar nichts hier. Es ist ärgerlich, ne? Ich komme gerade nicht weiter, es ist echt gemein, aber vielleicht muss ich mich noch ein bisschen umgucken, vielleicht. Oh mein Gott, ist das vielleicht jetzt das, was ich brauche? Nee, ist leider auch nicht. Ich dachte, die Socke, die wäre dafür gut. Also es sieht gar nicht mehr so schlecht. Also die Socke würde da vielleicht reinpassen. Weil sie ist ja auch so ein bisschen Mond. Also sie ist halt auch in so einer Mondform auf jeden Fall da. Oder oben, also ich komme irgendwie nicht klar, sorry. Ja. Typisch mal wieder echt, ne? Also ich glaube, ich gebe es noch ganz kurz ein, die Chance hier mir das zu sagen, aber ich finde bis jetzt gar nichts hier, überhaupt nichts. Also ich glaube, ich gebe auch auf, okay, ich gebe auf einfach jetzt. Und ich komme sowieso nicht klar und war und ich komme sowieso nicht hier.
mit diesen ganzen Aufgabenkram nicht. Wir mal weiter, egal. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt mal weiter mit einer neuen Folge von Let's Play Captain Tower Treasure. Ganz kurz Moment. Und bis gleich. Ja, und jetzt sehe ich auch noch ein etwas sinnvolleres Video hier von Captain Tower Treasure. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, weil ich das am Morgen Video verkackt habe, aber ist egal. Kann mal passieren, ihr Lieben. Es kann mal wirklich passieren. Wir sind übrigens noch in Episode 3 und ja, ich habe mir doch letztens einen Livestream angeguckt. Ich habe mir sogar mehrere Livestreams angeguckt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gesehen, wie man da halt auch weiterkommt. Wie man best weiterkommt, meine ich. Ja, und jetzt werden wir fleißig Diamanten sammeln, weil mich dieses Spiel verarschen will, weil ich brauche 130 Diamanten. Und ich habe auch nichts mehr zu sagen. Also ich habe einfach gar nichts mehr zu sagen, weil ich einfach es fast übertrieben unfair finde vom Spiel. Aber ist halt nur meine Meinung, meine Lieben. Ich finde es halt nur übertrieben unfair, dass man halt so viele Spiele damit ein bisschen streckt. Ich will halt nicht so gestreckt werden. Das ist echt eine der schlimmsten Sachen, dass mir halt überhaupt nicht gefällt in diesem Game. Meiner Meinung nach gefällt es mir nicht gut, aber Mensch, wo komme ich denn weiter jetzt? Ich bin total verwirrt, warum ich nicht weiterkommen kann. Ich glaube doch, wo man weiterkommen kann. Ich glaube, hier müssen wir rein, genau, und dann bis sie nach links gehen will, nach links, und danach kann ich hier weitergehen, genau. Dann muss ich weiterkommen, ja. Könnte ich vielleicht mal wieder, ach, war klar, ne? Schnauze, war klar, ne? Ich bin froh, wenn ich mal wieder einen Diamanten bekommen würde. Ach, da ist aber das war einer, aber den habe ich ja schon. Leider habe ich ihn schon. Leider habe ich ihn schon. Aber was passiert bei Mama? Was passiert bei Mama mir? Oh nein, aufpassen. So, den Schlüssel. Den soll ich irgendwo einsetzen, oder? Genau. Wo ist denn ein Schlüssel? Ach, da oben, okay. Dann. Oh nein. Verpiss dich, du Kamek. Verpiss dich, du Kamek, mir Stück. Verpiss dich, du Kamek, mir Stück. Wie kann die mir es einfach nur wagen, mich so zu behandeln? Ja, wie kann ich diesen Schlüssel eigentlich mit da oben nehmen? Wie kann ich diesen Schlüssel mit da oben nehmen? Die wollen wieder verarschen. Ach doch, jetzt war ich, ja doch, genau. Scheiße, nein. Den Schlüssel muss ich da auf diesen Aufzug legen, genau, jetzt war ich, ja, ihr Lieben. Das macht Sinn, ihr Lieben. Sorry, Leute, dass ich mich so schlimm gerade anstelle, aber ist egal. So, jetzt habe ich mich leider selber umgebracht. Und habe ich selber gerade runtergefallen lassen. Ich habe mich gerade leider selber fallen lassen. Wie meinen ganzen Pech, den ich an Leib trabe. Genau, den ganzen Leib. Und jetzt ist selbst auch noch der Schlüssel. Ich raste aus, ne? Ach komm, halt die Schnauze einfach, komm. Level von vorne, ich hab keinen Bock drauf. Ey, es geht auf den Sack. Ich dachte, der Schlüssel bleibt wenigstens da. Nee. Man muss natürlich hier nicht die Schlüssel nach einer Minute ungefähr wieder löschen, na klar. Fuck you, Spiel. Ist echt gemein von dir, liebes Spiel. Also eigentlich bist du eigentlich ein Schatzkeks. Meine Fresse, okay, ist knapp. Ich bin fast daran gelaufen, aber ich habe noch Glück gehabt. Meine Fresse, immer wollen mich die ganzen Spiel verarschen. Ja, aber ich habe noch geparkt. Ich habe noch geparkt, meine Fresse, weil ich euch noch glücklich gemacht haben konnte. Ich konnte euch noch glücklich machen. So, jetzt komm. Ist wie wird dahinter hinter ein Toilette und hol den Schlüssel. Ja, ich weiß. Ist mir gerade scheißegal, wenn ich den Schlüssel bekomme. Ist alles so lange gut. Oh Gott, ey, ist so ein Dreckskramik-Schwein, ne? Boah, Alter, das war aber knapp, ne? Wo ist der Schlüssel jetzt? Wo ist er jetzt? Der ist gespawnt, ne? Halt die Fresse, du Schauspiel. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte den noch ganz kurz gehabt. Du scheiß
Packspiel. Ich hatte den noch gehabt. Habt ihr den gesehen? Ich hab ihn noch gehabt. Ich hatte den noch gehabt. Und der ist dann wieder verspuckt. Das Spiel ist mich verarschen. Egal. Jetzt habe ich ihn, jetzt alles gut. Jetzt ist alles gut. Oh mein Gott, du Arschloch. Oh Gott, ich hab ihn bekommen. Boah, Alter. Ihr doofen Viecher, ey. Das war echt eine der schlimmsten Sachen, die ich je erlebt habe in diesem Game. Wie ich einfach gerade verarscht wurde, ey. Das war einfach Unverschämtheit gemein. Okay, jetzt kann ich wieder den Turm ein bisschen bewegen, aha. Aber habe ich gerade gesehen, wie ich gerade Unverschämtheit. Wie ich gerade einfach unverschämt benutzt wurde hier in diesem Spiel. Es war echt, das war echt unverschämt, fand ich. So. Da geht's, glaube ich, nicht weiter für mich. Nee, nee, nee. Hier geht's nicht weiter für mich. Aber hier vielleicht. Das kann sein. Egal. Ja, war klar, na, ne? War klar, ist egal. Ich mach's nochmal von vorne. Ich mach ein Scheißbild, okay? Dankeschön, dass du keinen Scheiß machst. Ich muss mich nicht konzentrieren. Oh, die Fresse, Alter. Das ist auch diese Scheißsteuerung. Die Steuerung, die mich immer aggressiv macht. Bin ich gar nicht. Das ist die Steuerung, die mich immer aggressiv macht. Die Steuerung, die halt kaputt gegangen ist. Diese Scheiß-Spiel-Pad. Drecks, da ist ja kaputt. Schlappen, schlappen, schlappen. So, bitte mach mal alles richtig hier. So, das Spiel macht mich aggressiv. Wirklich, so lange macht mich es aggressiv. So lange es mich ärgert hier in diesem Level. Wo gibt's noch ein neues Diamant-Juwel? Wo gibt's ein neues Diamant-Juwel? Ich will eins haben. Ich will eins haben, bitte. Warum gibt man mir keins? Oder ist doch da eins? Halt die Fresse. Sag mir da, oder? Komm mal da raus noch nicht. Oder da rein. Ach, komm mal, die Schnauze einfach. Ich will wissen, wie ich da hochkomme. Wie ich da hinkomme, meine ich. Da ist eine Röhre, aber wie komme ich da hin? Ach, da, oder? Da komme ich hin. Aber wie komme ich da hoch? Da war, ich glaube, in eine andere Richtung kam ich, glaube ich, da. Ich weiß es gar nicht, ey, Mensch. Ich glaube, dieses Spiel kann mich einfach auch nur verarschen, oder? Das doch mich gerade, du Schlampe, du Schlampe, du Schlampe. Du Drecks, du Drecksding, ey, das darf doch nicht wahr sein, oder? Das darf doch nicht wahr sein, wie ich einfach gerade verarscht wurde hier. Ich bin einfach unfassbar enttäuscht. Komm, mach mal schneller hier, du bist lahmarschig. Drecks. Drecksgegner, Drecksgegner, scheiße. Die Drecksgegner. Nervensägen. Das ist einfach nur ein Drecksnervensägen, meiner Meinung nach, ihr Lieben. Wie der einfach immer nervt, ey. Unfassbar, oder? Ich bin einfach erstmal ruhig, weil ich mich einfach nur gerade schlecht fühle hier, ihr Lieben. Weil das Spiel macht mich auch richtig fertig, so. Also es macht mich zumindest ganz fertig. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig fertig macht, aber wir sehen mal. Ob es noch schlimmer wird. Schlimmer wird. Ich will nicht mal ein neues Gewebe haben. Ich will sie ja. Ich würde sehr gerne mal ein nächstes Juwel haben, aber nein, natürlich kriege ich kein nächstes Juwel. Warum kriege ich kein nächstes Juwel? Warum denn nicht? Warum gibt man mir kein nächstes Juwel? Wie kann man denn so gemein sein zu mir? Warum kann man denn so gemein sein zu mir? Ja, warum ist das ein Schalter jetzt? So, ist der Schalter jetzt wofür da? Ich werde aber auch weiterkommen hier, dann müsst ihr wissen, ihr Lieben. Wie komme ich jetzt hier hoch und wie komme ich zum Diamanten, den ich möchte? Das darf nicht wahr sein. Wie komme ich weiter? Meine Güte, ey. Da ich werde immer nur verarscht hier, oder? Das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Rot, komm, jetzt gib mir mal bitte den nächsten Diamanten. Ich wäre sehr froh. Ich glaube, ich muss da raus, oder? Da rein muss ich da. Doch. Ich muss da rein. Ich muss da aber hier hin. Oder? Ich weiß gar nicht.
Aber wir kommen wieder hin. Bitte schön. Da hoch, meine ich halt. Ach, ich weiß, wo man jetzt weiterkommt. Genau, jetzt weiß ich sogar, wie man weiter hochkommt. Meine Güte, ey. Genau, ihr Lieben, jetzt weiß ich nämlich, wie man weiterkommt, nämlich hier hoch, genau. Die Röhre, blaue Röhre, die bringe ich dann nach oben, aber wenn ich Tauchen halt immer so abfahre, dann kann ich ja gar nicht mal mich hier konzentrieren beim Hochgehen. Weil die Storen, die will immer, was sie will und nicht ich. Und nicht ich kann alles entscheiden, was ich will. Das ist wirklich sehr enttäuschend, dass ich nicht entscheiden darf, was ich will. So. Ich will aber wissen jetzt, wie ich da hochkomme oder wie ich da hinkomme. Genau, ich muss nämlich auf diesen. Boah, ich glaube, da ist da jemand. Da ist da jemand drin. Ich muss nämlich auf diesen Drecks. Geht da drauf landen, da sind die Gegner drin, mit Sicherheit. Ich hoffe, die können nicht reinschießen, das weiß ich auch gleich. Da haben wir es drin, ja, da haben wir es, ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, gib ihn mir her. Alter, ich wusste es, das war aber auch echt gemein. Ich hätte damit nie gerechnet, dass der drin ist. Ich hätte damit nie errechnet. Ich hätte damit nie gerechnet, dass der da drin ist. Wirklich nicht, ihr Lieben. Und du bist auch down. Wo bist du, Alter? Da bist du ja. Da bist du auch noch. Und wie du siehst, war ich gut. Und ich habe auch noch gewonnen. So. Boah. Das war gar nicht mal so einfach. Das fand ich wirklich ganz schön anstrengend, ihr Lieben. Dieses Level hier, aber. Ich habe mich auch angestrengt. Alles gut, ihr Lieben. So, jetzt brauchen wir noch zwei, drei Steine. Und dann haben wir es geschafft. Ah, oh, Mensch. Immer das Gleiche, ne? Immer wollen die, ob ich hier Diamant sammeln gehe. Das ist echt Kotze. Das ist echt Kotzenscheiß. Nervt mich wirklich total. Das ist echt Kotzendreck und Kotzenscheiß, den man sich immer so bieten soll. Den lässt man sich einfach nicht so bieten, wie ich halt. Immer soll ich hier mich bieten. Entschuldigung, die Entschuldigung. Immer lasse ich mich hier so viel bieten. Und immer lasse ich mich hier immer alles so bieten, was auch immer die alles wollen. Aber warum wollt ihr auch eigentlich das haben? Sagt mir mal, warum ich das mir bieten lassen soll. Warum muss ich mir immer sowas bieten lassen? Komm, gib mir diesen Diamant da hinten. Kriegst du den auch nicht? Ja, der war guter Wurf. Ja, egal, komm. Die Klappe einfach, komm. Ich komme so nicht klar hier mit diesem Spiel, aber ist egal. Komm. Einfach alles zerstören, wie es so geht. Okay, es war nicht so schlecht, einige Lieben. So, ich glaube, das muss reichen. Dann schauen wir mal, ob es reicht. Dann schauen wir mal, ob wir es reichen können, ob wir es reichen auch beherben können, ob wir es reichen, dass das ganze reichen, das wir halt gerade gereicht haben. Schauen wir mal, wir Lieben. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber schauen wir wirklich gleich mal, ob wir das auch schaffen, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Das ist wirklich total wichtig für mich, dass wir das schaffen. Weil ich würde mich freuen. Weil ich würde mich freuen, wenn ich das mal schaffen würde hier. In einen positiven. In einen positiven Gang abzuschalten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mal in einen positiven Gang abschalten könnte. Weil ich bin irgendwie sehr schlecht in diesem Beam. In diesem Game. Diesen Beam Game. So ein Verarscher Game, kann man sagen. Komm.
Ja, egal, so. So ist auch egal. So, ich will es aber wissen. Ich will aber jetzt echt unbedingt wissen, wie ich da jetzt hinkomme. Wie komme ich zu den Diamanten? Die Diamanten, die hier alle hin. Die sich halt hier alle hin gepflanzt haben. Wie haben sie sich hier alle hingepflanzt? Und wie komme ich da außerhalb hin? Komme ich da vielleicht irgendwo hin? Ja, ich glaube, das kann ich schaffen, doch. Oder? Wo sind die denn, Mann? Ach, da oben. Ach, guck mal, sehr schön. Gut. Ich dachte, ich hätte ein Problem damit, jetzt gleich den Mann zu bekommen, aber nee, wir haben es ja relativ gut gemacht, ihr Lieben. So muss das einfach nur, ihr Lieben. So muss es einfach wirklich. So, bis zum nächsten Part von Let's Play Captor 2. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich liebe euch und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ich werde einfach diese Level hassen, so wie es nur geht. Egal. Vielen Dank. Ich bin einfach nur aufgeregt, aber egal. Tschüssi, Kostadio. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüssi, Kostadio.